Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Ah, Altair, ein Vögelchen hatte mir euren Besuch angekündigt. Al-Mualem hat die Hinrichtung von Garnier von Nablus angeordnet, also bin ich hier. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Er ist der Großmeister der Hospitaliter und sein Quartier befindet sich in ihrem Viertel. Mehr vermag ich nicht zu sagen. Erkundet die Stadt und seht, was ihr erfahren könnt. Sagt mir, wo sie sich versammeln und ich sehe, was ich finden kann. Die städtischen Gärten im Norden wären so gut wie jeder andere Ort, um eure Suche zu beginnen. Im Nordwesten liegt ein verlassener Marktplatz. Und die Kirche der Heiligen Maria von Josaphat ist ein beliebter Versammlungsort. An diesen drei Orten solltet ihr finden, wonach ihr sucht. Ich weiß diese Information zu schätzen, Rafik. Ich werde sie weise nutzen. Ja, tut das. Okay, dann geht's erstmal wieder los hier. Ähnlich aufgebaut die Aufgabe wie vorletzt, also wie die in Damaskus. So, pass mal auf. Informationen. Bogenschützen ausschalten. Taschendiebstahl. So, wir müssen hier noch ein paar. Warte mal. Was gehen wir da ein? Was tut er? Oh, das war ein Fail. So, wir müssen. Nee, nicht da hinsetzen. Wir müssen den Bogenschützen ausschalten. Der oben auf dem Dach lauert. Ich kann jetzt gerade nicht helfen, tut mir leid. Stirb, du Dieb! Warum würde jemand so etwas tun? Warum tut ihr das? Was hat er getan? Dieb! So. Das wird dich lehren zu stehlen. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Nee, Knaben sind cool. So, was ist das denn? Ach ja, hier ist er. Warte mal. Ist das hier die Stadtmauer oder was? Und da können wir nicht näher ran. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Lasst mich gehen, ich hab's nicht getan. Schert euch fort. So. Erster Bogenschütze schon mal erledigt. Und ob. Pass auf, da muss noch irgendwo einer sein. So, der da unten labert ein bisschen was. Was ist denn hier los? Ich muss echt sagen, das macht mir einfach sowas von Spaß. Hab mir eben vorhin erstmal Brotherhood geholt. Dafür dann auch direkt noch Let's Played. Allerdings weiß ich nicht, wann. Also, halt, Moment, fallen lassen. Ob halt erst 2 kommt und dann 4 oder zwischendurch noch Brotherhood. Bist du's? Gut, dass ihr gekommen seid. Ich brauche eure Hilfe. Zu viele Bogenschützen, das erschwert mir meine Arbeit. Tötet sie. Sie alle. Und ich kann euch vielleicht bei eurem Kampf gegen diesen verrückten Doktor helfen. Aber vergesst nicht, dass ihr dabei nicht gesehen werden dürft. Sollte man euch entdecken und den Alarm auslösen, so müsst ihr wieder von vorne anfangen. Alles klar. Wie viele Bogenschützen sind? Plus 2? Mal auf die Bogenschützen. Der ist da hinten am Dach. Und der andere ist da hinten noch. Das heißt. Oh, warte mal. Ach, das ist schon der erste gewesen. Dann ist der andere da hinten. Und das ist natürlich dann relativ einfach. Ich muss gucken. Komm her. Geh mal da lang. Nein. Hier lang? Nein! Das ist immer ein bisschen blöd. Da hinten ist der andere Bogenschütze. Yep. Also, dann gehe ich mal hier lang. So, jetzt gehst du hoch. So, das war jetzt mal wirklich einfach.
Und komm. Zack. So, und dann wieder hier runter, wahrscheinlich zu unserem alten Kumpel. Können wir hier die Leiter runtergehen? So. Gut gemacht, Altair. Jetzt kann ich wieder meiner Arbeit nachgehen. Nehmt dies. Es ist ein Auftrag für Reparaturen in Garniers Hospital. Vielleicht nützt es euch. So, sehr schön. Was auch immer ich jetzt damit machen soll. Pass auf, wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir erstmal direkt dahin. Das sind ja nur 40 Meter. Dann gehen wir hier mal hin. Ich hoffe, dass die Bogenschützen, vom Haus... Ach, da oben ist noch ein Bogenschütze. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass die Bogenschützen unten bleiben, wenn wir die einmal getötet haben. Was ist das hier, der Turm? Ach, das ist er schon. Und dann ist er schön. Wie? Kein Zugang zur Erinnerung. Ja, wahrscheinlich da rechts kann ich noch nicht hingehen, das ist mir klar. Will ich auch noch gar nicht. Ich will ja erstmal hier den Turm einnehmen. Außerdem ist noch da hinten. Nee, die Stadtmauer. Ich muss ja in die Stadt rein. Das finde ich eigentlich nicht so toll, dass man hier diese Mauer hat. Aber gut. Egal. Kann ich nicht so einen Sprungangriff machen? Komm, wir springen jetzt mal in den Heuhaufen. So. Und jetzt gehen wir hier nochmal hin. Nein! Sicher nicht! Ich hoffe, dass keiner verletzt wurde. So, pass auf. Was zum Teufel wollt ihr? Hier, ich will mir deinen Karten. Kurz mal hier im Bürger retten. Oh, heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Sehr zögerlich gesagt hat sie das mit diesem mein Gatte. Naja. So, Entschuldigung. Und hier müssen wir wieder hoch. Hier wahrscheinlich. Ach komm, heul nicht rum mit deinen kleinsten Dingen. Er wird sich noch verletzen. Und wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Oh, diese Leute. Wo ist denn der Bogenschütze? Hier muss ja einer sein. Vielleicht sehen wir den, wenn wir uns hier oben draufstellen. Ach, da unten ist er. Oh, er zieht auf mich. Schnell runter. Oh, ohne Witz. Nur weil ich hier oben drauf stehe. Ist doch behindert, Alter. Ach, scheiße. Jetzt muss ich kämpfen. Jetzt muss ich kämpfen. Ich sehe gerade gar nichts. So versteckt bin ich. Ist auch scheiße, dass dieser scheiß Bogenschützen auf mich. Böse wird, nur wenn ich das Ding draufkletter. So, jetzt gehen wir aber erstmal zurück. Warte mal. Zum Taschendiebstahl. Das kann es doch nicht gewesen sein, oder? Warte, was ist denn hier? Das ist ja das Büro, oder? Genau, das ist das Büro. Falsch rum, hier lang. So, wenn wir jetzt zurückgehen zum Taschendiebstahl. Hat er uns nicht eigentlich drei Orte genannt? Na, egal, vielleicht haben wir hier von diesem einen
Bin fort, Bettler. Hau ab, Bauer. Ey. Tut sich halt kurz. Oh, das sind immer mehr. Achso, das sind Bürger, okay. So. Niemand legt sich mit mir an. Gott, nicht, wenn ich hier durch will. Achso, hier ist der verlassene Markt wahrscheinlich. Was hast du da? Plunder. Der Mann besaß nichts von Wert. Nur eine verdammte Röhre. Alles, was ich fand, war ein Pergament mit unsinnigen Kritzeleien. Das ist nicht unsinnig, das sind Lettern und Worte. Warum steckt ein Mann Lettern und Worte in eine Röhre? Verschwendung, wenn du mich fragst. Muss wichtig sein. Gib her und ich sehe es mir an. So wie letztes Mal? Ich lass mich nicht von dir bestehlen. Bist du gerissen. Viel Vergnügen damit. Er geht relativ zügig. Wie könnt ihr es wagen, ein Heide? Mann, dafür wirst du sterben. Ach, Kacke. Und die stehen schon wieder da. Sieht sehr unheimlich aus, der Mann, muss ich sagen. So. Vor allem ist es noch nicht. Auch wenn ich das jetzt ihm wegnehme, fasst er sich ja gleich dahin. Dass ihm das dann nicht auffällt. Sehe ich aus wie ein Kaufmann? Nein. Also geht. Wache! Hier ist ein Dieb! Haltet ihn! Wie soll das denn gehen? Kurz wegschauen und wieder hinschauen. Nö. Das ist echt merkwürdig. So, nochmal hingehen. Ja, wo ist denn der jetzt? Ja, ich glaub's auch. Jetzt. Hä, ja, das ist ja. Vor allem der Typ erstmal hier lang, jetzt wieder da lang. Er kann sowas getan haben. Hä, ist doch scheiße. Ein Witz. Jetzt muss ich ihm wieder den Taschendiebstahl ventilieren. So. Ja, ich weiß, wie das geht. Nur irgendwie. Sehr komisch. Nee, er ist noch nicht wieder gespawnt. Jetzt aber. Kann es vielleicht noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, das geht. Jetzt hoffentlich klappt es. Vielleicht müssen wir auf jeden Fall hinter ihm sein. Ah, geht doch. Dass es nicht auffällt, wenn wir einfach hier lang gehen. Bitte tötet mich nicht! Bitte! Doch, du hast es verdient! Oh. Du bist ein guter Mann! Hätte ich auch oben rüberspringen können? Na gut, egal. Ha, durch jemand gebackt. Moin. Großer Fehler.
Warum hat er sein Schwert gezogen? Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Ja, die haben mich angegriffen. Ich wollte doch nur da durchgehen. Freunde, ich würde sagen, das war's dann wieder hier für heute. Wir haben heute zwei Sachen geschafft. Nicht so viel, aber ich meine schon was ganz Gutes. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play Assassin's Creed. Bis dann, noch einen schönen Tag und haut raus. Ciao.